Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zum Wochenorakel vom 30.10. bis zum 5.11.2023. Es gibt bei mir in der Wochenlegung für jeden einzelnen Tag eine Neunerlegung. Und zum Schluss werden die untersten Karten angesehen. Das ist in der Regel der Rat der Engel. Das hier ist schon mal der erste Tag. Ich lege hier mit dem Tarot der neuen Zeitpunkte in der Giese. 2, 3, 4. Und ich nehme das Rider-Waite aus dem Königsloch Turania Verlag, das Tarot von Rider-Waite. Die ist aber rausgesprungen. Habt ihr das gesehen? Das heißt, das Gericht springt. Das Gericht, das ist die Instanz von oben, egal ob in der weltlichen Welt. Das heißt, im 3D, dann ist es wirklich die Instanz, die weltliche Instanz, die Entscheidungen trifft, die wir alle, an die wir uns halten müssen. Es gibt aber auch die himmlische Instanz, ihr Lieben. Das ist das Universum, die geistige Welt, der liebe Gott, wie immer du es auch nennen willst. Hier habe ich das Licht- und Schattenreglement aus dem Antonina Schulze-Planner. Alle Informationen zu meinen Legungen, ihr Lieben, findet ihr in der Infobox. Oh, und ganz wichtig, es ist eine allgemeine Legung. Die kann auf dich zutreffen, das muss sie aber nicht. Ich hatte kürzlich eine Kundin hier, die gesagt hat, auch wenn du das immer wieder sagst, irgendwann hört man das nicht mehr. Deswegen möchte ich das jetzt nochmal wirklich ganz deutlich sagen. Es muss nicht auf dich zutreffen, auch wenn du dieses Gefühl hast. Das ist das, was jetzt meine Geschichte ist. Nimm es als Zeitvertreib. Mehr ist es nicht und als mehr ist es auch nicht gedacht, ihr Lieben. So, hier haben wir jetzt das Romans Lenormand-Kartendeck von Wisdom. Und hier habe ich von Fichte das Mystic Keeper Kartendeck. Ich nehme von Crucifania die Kipperkarten. Oh, ihr Lieben, mir ist aufgefallen, ich kratze ja an der 4000er, Grenze. Ich bin bei 3900. Ich glaube, die 10 habe ich auch schon. Abonnenten, vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Abonnenten, für jedes einzelne Like, für jeden einzelnen Kommentar. Wirklich, also, dass ich mal fast 4000 Abonnenten habe, das hätte ich nie, niemals gedacht. Ich kann mich noch erinnern, als ich nur 2 hatte und einer davon gegangen ist, wo ich gesagt habe, nein, das gibt's doch nicht. Also, ich danke jedem Einzelnen. Klickt auf das Glöckchen, ihr Lieben, damit wir uns gegenseitig nicht verpassen. So, jetzt lege ich hier die letzten Karten. Und dann schauen wir mal, was denn die geistige Welt uns in dieser Brücke sagen will. Zuerst muss ich mir ein bisschen Platz verschaffen. Das ist mein Montag. Und wir schauen mal rein. Wir haben die 8 der Münzen, die Königin der Münzen, und wir haben die 7 der Stäbe. Ich will erstmal alle aufdecken. Dann haben wir den Berg, das Schiff und den Blumenstrauß. Hier haben wir das Wohnzimmer, der Todesfall, keine schlechte Karte, und die Arbeit und Beschäftigung. Dieses Schiff seht ihr, wie das Wasser unten drunter unruhig ist. Es geht rauf und runter, es ist ein tosendes Gewässer und genau das kommt jetzt hier. Aber ich will euch sagen, das ist kein Vergleich zu dem, was in den letzten Wochen und Monaten war. Wir gehen jetzt in ruhigere Zeiten. Es ist wirklich so, dass ich sich gestern mit dem Vollmond
und mit der Mondfinsternis total entladen hat. Explosionsartig hat es sich gestern entladen. Und wir gehen jetzt in die nächste Woche. Ich lege das Wochenorakel am Sonntag. Es ist jetzt heute der Sonntag. Und ich spüre schon die Energien, wie dieses Gewässer hier wirklich ruhiger wird. Und zwar viel ruhiger. Es ist noch nicht so, dass es die Segel einfahren kann. Aber es ist so, dass der Becher, der auf dem Tisch steht, nicht mehr hin und her rutscht, sondern er bleibt stehen. Das ist das Bild, was mir reinkommt. Das ist die Herzebene, auf Herzebene, die Herzmitte. Und es umschifft diesen Berg, es umschifft diese Blockade und es geht einer Einladung nach. Du bist auf diesem Schiff, ihr Lieben. Für mich bist du mein Zuseher, meine Zuseherin, immer die Dame und ich spreche von einem Herrn. Wenn ihr also jetzt sagt, die Damen müssen immer warten und müssen immer dies machen oder jenes machen, nein, das ist nur, weil ich das in meinem Redefluss ist es für mich viel einfacher, dass ich das aus einer Sicht der Dame sage. Das kann natürlich auch aus der Sicht des Herrn sein. Und dann muss der Herr die Füße stillhalten und die Dame ist in Aktion. Also macht euch das so, dass es zu euch, zu eurer Position, zu eurer Situation passt, wenn es denn auf euch zutrifft. Die 8 der Stäbe, der Münzen. 6 Münzen sind bearbeitet, an der 7. ist er dran und die 8. liegt hier, um bearbeitet zu werden, um bearbeitet zu werden in deinem Inneren. Hier geht es darum, dass du in deinem Inneren, in deiner Herzebene tatsächlich diesen Berg jetzt angehst. Und du gehst ihn an, weil du ihn siehst, weil du ihn wahrnimmst. Und es ist so, dass diese 6 Münzen, du stehst schon hier oben. Du musst noch ein bisschen zum Gipfelkreuz. Und dieses Gipfelkreuz macht dir auch bewusst, dass du über allem stehst, dass du von oben nach unten herunterschaust. Und dann haben wir hier mit dem Wohnzimmer, das ist deine Mitte. Das Haus steht für dich als Person und das Wohnzimmer ist Teil deines Inneren. Es ist dein Innerstes und das liegt in Schieflage. Das arbeitet. Und in deinem Inneren, es ist so, als wenn sich dieser Sarg hin und her bewegt, weil er sich löst. Der ist in der Erde und er ist fest in der Erde, weil der da lange drin ist. Aber er bewegt sich, seht ihr das? Und er lockert sich, es lockert sich dieser Deckel. Du als Königin der Münzen, du schaust genau hier auf diese Situation, dass sich in deinem Inneren hier etwas jetzt bewegt. Tja, es bewegt sich und es öffnet sich, es zeigt sich. Und du spürst einfach, dass es als, du empfindest es als Arbeit, aber auch als Arbeit und als Abwehr. Im Grunde, du spürst ganz deutlich, im Grunde willst du das noch gar nicht. Ist es dir noch zu früh? Willst du es überhaupt? Das ist die Frage, die du dir hier stellst. Es ist, du solltest es als Geschenk betrachten und als wenn du es als, man muss nicht alle Geschenke annehmen, es gefallen einem auch nicht alle Geschenke. Es ist deine Entscheidung, egal ob du Mann oder Frau bist. Es ist die Entscheidung meiner Zuseherin, meines Zusehers. Immer weiter auf den Dienstag. Nehmen wir den Stapel. Das sind die 5 der Schwerter. Wir haben den Ritter der Stäbe und wir haben die 5 der Münzen. Das ist der Mangel. Hier hört der Kampf auf. Seht ihr das? Die gehen weg. Die haben ihre Schwerter niedergelegt und sie gehen weg. Sie drehen demjenigen den Rücken zu und er sammelt auf. Er sammelt das, was übrig ist nach diesem Kampf, sammelt er auf und er macht etwas damit. Dieser Ritter hier, der sieht dieser Situation zu. Es ist so, als wenn dieser Ritter sagt, okay, die Situation ist jetzt so, ich drehe mich jetzt rum und ich gehe in diese Situation, in den Mangel, um zu sagen, dass der Kampf aufgehört hat. Ich empfinde diesen Ritter der Stäbe als tatkräftigen Ritter, der hier Informationen weitergibt oder
Eine Information, dass der Kampf hier zu Ende ist, jetzt weitergibt. Wir haben die Schlange, den Anker und den Hund. Wir haben den guten Herrn, wir haben die Militärperson und das Bündnis. Ich weiß gar nicht, ob ich euch, wie ich das euch sagen soll. Dieser Mensch hier, seht ihr, das ist nur der Kopf in dem Buch. Das Buch ist als Information mit dem Wissen, es ist gefüllt mit Wissen. Dieser Kopf ist gefüllt mit Wissen. So, jetzt zeige ich euch was. Hier fehlt der Kopf. Die Militärperson ist nur der Körper, man sieht das Herz. Die Militärperson ist aber jemand, der hier alles strukturiert hat, der auch sich wohlfühlt, wenn es strukturiert ist. Und ich fühle richtig, dass der Kopf hier auf diesen Körper jetzt kommt, dass das Wissen praktisch ins Herz kommt. Puh, also, alter Schwede, das geht so unfassbar tief hier. Der Anker steht dafür, dass das Wissen jetzt hochkommt. Das Wissen darüber, dass der Kampf zu Ende ist. Das Wissen darüber, dass diese Umwege zu Ende sind. Und die Schlange zischt auch diesen Anker an. Als wenn die Schlange sagt, ich will nicht, dass es hier ein Ende hat. Ich will, dass der Kampf weitergeht. Dass er noch nicht ankommt. Dass er noch nicht seinen Anker, und wie sagt man, den anlegen kann. Und er ist der Hund. Er ist der Hund, der Freund, der im Mangel ist. Dem fehlt das Herz, ihm fehlt entweder der Kopf oder ihm fehlt der Körper. Und dieses Bündnis ist, das eine ist der Kopf, das andere ist der Körper. Und seht ihr, hier kommt es zusammen. Dieses Bündnis hat überhaupt nichts mit Mann oder Frau zu tun oder zwei Personen. Hier geht es um eine Person. Hier kommt der Kopf auf dem Körper an. Und wie ihr seht, ankert er. Er kommt an, gefestigt in der Herzmitte, mit einem goldenen Rand an den Blättern an der Seite. Und dann kommt diese Schlange und sie zischt nicht nur dieses Gefestigte an, sondern eben tatsächlich den Herrn. Aber er braucht noch Führung. Beziehungsweise er ist die Militärperson und möchte Führung geben. Das ist sein Mangel. Irgendwas ist hier in ihm noch zerrissen. Und das kommt immer mehr zusammen. Das hier ist Herz und Kopf, Herz und Verstand, ihr Lieben. Mittwoch. Die acht der Schwerter, die Mäßigkeit und die neun Münzen, der Schlüssel, der Ring und das Haus, das große Glück, die Hauptperson und das reiche Mädchen. Zentrale Karte ist der Ring. Der Ring, der im Inneren, normalerweise würde man ja sagen, hier außen ist der Ring und in der Mitte ist das Innere ist leer. Nein, aber hier ist es so, dass das Innere vollendet wird. Das Innere vollendet sich und es kommt ins Fließen. Zunächst einmal nur für jede Amphore für sich. Und ich sehe aber ganz deutlich, dass das sich verbindet, dass es nachher hier wirklich von Amphore zu Amphore geht. Du kannst es noch nicht sehen. Aber das Glück wird hier aufgeschlossen und dieses Glück wird, ist in Bewegung. Das ist aufgeschlossen wird, ist in Bewegung. Und ihr Blick geht in Richtung Ring, in Richtung reiches Mädchen. Und sie steht Kopf und sie kann es trotzdem noch nicht sehen. Letztendlich ist es aber so, dass wir hier im nächsten Schritt die neun der Münzen, das Haus und das reiche Mädchen haben. Dieses reiche Mädchen sitzt in dem Esszimmer, hier in diesem Haus am Tisch. Und genau das ist die Fülle, das ist das Lebensgefühl, dass hier jetzt alles so ist, wie es sein soll. Dass hier alles zusammengekommen ist, wie es eben auch richtig ist und wie es gedacht ist, wie es die göttliche Bestimmung ist. Die göttliche Bestimmung, das habe ich die letzte Zeit so oft gehört.
In allen, in, ob Gesundheit oder in allen Bereichen ist es die göttliche Bestimmung, kommt jetzt hier und schließt sich zu einem Ring zusammen. Der Donnerstag. Das Gericht, die sieben Schwerter und das Ass der Kelche. Ich habe Gänsehaut bis in die Fußspitzen, ihr Lieben. Fußspitzen, Zehenspitzen. Die Sonne, die Fische und der Baum. Das Gespräch, das große Wasser und die Zusammenkunft. Die Zusammenkunft ist das große Glück und da ist das Gespräch. Tatsächlich ist hier aber jemand. Seht ihr das, wie er in das Ass der Kelche schaut? Das beim Gericht sagt man ganz oft, der Schatz wird geborgen und hier ist es der Schatz, der von innen herauskommt. Er, der sich mal weggestohlen hat, der kommt jetzt seine zwei Schwerter holen, die er dagelassen hat, weil er wusste, dass er zurückkommt. Und er sprudelt über vor Gefühlen. Das hier ist wirklich dieses gefühlsmäßig, ich bin gerade sehr erschöpft. Das war ich bei dem Tag davor noch nicht. Das ist ein sehr erschöpfender Tag, weil die Gefühle so anstrengend sind. Und diese Gefühle werden dir von oben gereicht. Sie kommen von ihm, sie kommen aus dir, aus deinem Inneren. Und schaut mal, wo sie hingehen. Diese Gefühle, die nähren den Baum der Heilung. Und die Wurzeln der Heilung gehen in die Zusammenkunft. Und das alles ist eine Einheit. Das gehört unbedingt zusammen. Der Baum kann ohne das Wasser überhaupt nicht existieren. Und die Zusammenkunft kann ohne die Wurzeln des Baumes auch, hat auch keinen Sinn. Und über allem stehen die Gefühle und die Friedenstaube. Die Friedenstaube, die hier ihren Segen nach unten gibt, die ihren Segen praktisch in diesen Tag gibt. Es kommt ins Fließen. Die Fische stehen für die Finanzen und für die Gefühle. Ich spüre hier nur die Gefühle. Und das sind die Fische, die hier in dem großen Wasser schwimmen. Und das sind viele Gefühle, viele Fische. Das sind nicht nur zwei. Aufgrund dieser Gespräche, dieser Gespräche, die hier mit Sonnen durchflutet werden, das sind glücksverheißende Gespräche, das sind Gespräche mit einem ganz klaren Ja. Ja zum Frieden, Ja zur Versöhnung. Hier geht es nicht um die romantische Liebe, das möchte ich ganz deutlich mal wieder sagen. Es kann in jeglicher Hinsicht sein, ob es Arbeitskollegen sind, Nachbarn oder in irgendwelche Freundschaften von früher, vollkommen egal. Es geht um zwei, es kann auch um Orte gehen. Es kann um etwas gehen, was du schon lange brauchst. Eine Salbe, ein Lied, ein Gedicht, ein Stift. Es ist vollkommen egal. Du findest das, was du jetzt brauchst. Das, was dir deine Gefühle heilt, in die Heilung bringt. Und das hat mit etwas zu tun, was sich aus deinem Leben gestohlen hat vor einiger Zeit und es schaut jetzt zurück. Es schaut auf die zwei Schwerter, schaut aber auch auf das Ass der Kelche. Boah, ist eine sehr erschöpfende und anstrengende Energie. Gehen wir mal ganz schnell zu dem Freitag über. Die Zehn der Kelche ist die absolute Fülle und die Zehn der Schwerter. Einen krasseren Gegensatz gibt es nicht. Die Kelche stehen für die Gefühle und die Schwerter, die Zehn der Schwerter ist das herbeigeführte Ende. Jedes Schwert steckt in einem Kelch. Was jedes einzelne Gefühl, was du mit dieser Person, mit dieser Situation, mit diesem Ort, mit diesem Ding in Verbindung gebracht hast. Jedes einzelne Gefühl hast du sterben lassen.
Und zwar ganz bewusst, weil du gesagt hast, du willst das nicht mehr. Und du hast daran geklammert. Du hast an dem, dass du es hast sterben lassen, geklammert. Und jetzt schauen wir mal. Ich höre gerade, dass hier jegliche Zeiten ausgehebelt sind an diesem Freitag. Es wird Gespräche geben. Gespräche, die einen Vertrag hervorbringen, die eine Verbindung hervorbringen und die zum Erfolg führen, die in den Neuanfang führen, die trüben Gedanken in ein Geschenk umwandeln. Und das ist die Geschichte an diesem Freitag. Und es ist wirklich eine Karte nach der anderen gemeint und bedacht. Am Ende des Tages ist es ein Geschenk, auch wenn es nicht so aussieht. Aber am Beginn des Tages kommst du nochmal in jedes einzelne Gefühl zurück, was du irgendwann hast mal sterben lassen. Samstag. Die zwei Münzen, wir haben die vier der Stäbe und wir haben die neun der Kelche. Die neun der Kelche ist ein Kelch weniger, wie hier die zehn der Kelche. Aber die neun der Kelche ist schon die Wunscherfüllung, ihr Lieben. Wir haben hier mit den vier der Stäben das absolut stabile Fundament. Und auch die Dankbarkeit für dieses Fundament. Die vier der Stäbe stehen für die vier Säulen eines Hauses, für das Richtfest. Beim Richtfest, das Richtfest macht man auch, um eben seine Dankbarkeit kundzutun und sich zu bedanken bei allen Helfern. Und das Richtfest ist ein Fest der Freude, weil hier das Fundament jetzt geschaffen ist, damit man darauf neu aufbauen kann. Mit den zwei der Münzen haben wir die zwei Möglichkeiten. Die zwei Möglichkeiten, in dem Dunkeln weiter zu versinken oder die hellen Wolken durchzulassen. Wir haben die Hand und wir haben die Engelsflügel. Für mich ist das hier der Engel und das die Versöhnung, die Handreichung. Schaut euch das an. Dieses Auge schaut ganz klar auf diese Hand, die diesen Schmetterling entfaltet. Freilässt praktisch die Transformation freilässt und die Transformation fliegt in diese beiden Hände. Und in diese Hände kommt diese Kugel, dieser Engel hier, reicht hier, ist im Hintergrund ein Engel dargestellt, angedeutet, ihm die Kugel, das ist die Kugel des Lebens, die Kugel der Lebensenergie. In irgendeinem Kartendeck gibt es das Spinnrad, wo ich immer sage, das ist der goldene Lebensfaden, der gesponnen wird. Und hier ist es, okay, die Veränderung will so sein. Und hier ist es wirklich nicht der goldene Lebensfaden, sondern es ist die Lebensenergie, die hier mit diesem Schmetterling in diese Hände gegeben wird, sodass es hier das Dunkle verschwinden kann. Hier wird die Hand gereicht. Wir haben die Veränderung zu hohen Ehren kommen und schon wieder das Geschenk bekommen. Und das Geschenk ist diese Kugel der Lebensenergie. Und ihr Lieben, schaut euch an. Das hier ist Vergangenheit, Gegenwart und das ist die Zukunft oder der nächste Schritt. Das ist die Wunscherfüllung. Das ist die Wunscherfüllung. Das ist das Geschenk. Das ist die Wunscherfüllung. Und das wird von oben weitergegeben. Wir haben in der Herzmitte die Hände, die hier auch sagen, okay, ich erkenne dich an, in der Öffentlichkeit anerkannt heißt es hier, ich erkenne dich an, also hier wird jemand zum Ritter geschlagen, das muss noch nicht mal sein. Hier reicht es auch an, aus, dass jemand den anderen anerkennt. Ich kannte mal jemanden, der hat, der war, wie soll ich sagen, als Handwerker unterwegs und der hat die Arbeit im Büro nie gewertschätzt. Wenn du dann gesagt hast, oh, ich bin so müde, sagt er immer, wieso, du warst doch nur im Büro. Der hat das nie gewertschätzt. Und das ändert sich jetzt, weil sich dieses Fundament verändert. Es wird stabiler und hier wird die Hand gereicht. Entschuldigung, dass ich das früher immer so gesehen habe. Ich habe eingesehen, dass auch Büroarbeit schwere Arbeit ist.
Und das ist hier mit der Veränderung auch gemeint, die ja in Veränderung ist, weil sie ja tatsächlich in Schieflage ist. Und schaut euch mal an, die Wolken sind am Himmel und dieser Ballon ist auch am Himmel. Und wir haben hier im Hintergrund nur noch zwei kleine Wolken. Diese schwarzen Wolken, die verziehen sich. Und wenn ich die Karte so halte, obwohl sie so gefallen ist, sieht man nur noch hier diese Wolken, das ist eine von diesen beiden. Also hier kommt eine ganz grundlegende Handreichung. Also das, wie ich das eben als Beispiel genannt habe, hier will sich jemand entschuldigen, will sagen, ich erkenne das jetzt an, wie du das früher gemacht hast. Es gibt ganz viele Beispiele, die mir jetzt in den Kopf kommen. Ich könnte Stunden reden, egal ob es eben dir ist was Schlimmes passiert und der andere sagt, nur weil dir das passiert ist, müssen alle drunter leiden. Und das hat sich auch geändert. Er erkennt an, dass dir das passiert ist und sagt, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Und ich kann dein Verhalten verstehen, dass du jetzt eben so oder so reagierst aufgrund deiner Erfahrung. Und zieht es nicht mehr ins Lächerliche oder in den, macht es nicht mehr so klein, nur weil dir das passiert ist. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die ich hier nennen könnte, aber ich denke mal, dass jeder von euch in seinem Leben auch seine eigenen Beispiele hat. Schaut euch diese Transformation an, sprecht miteinander, ihr Lieben. Sagt nicht, ach, der war damals so blöd, vielleicht ist er noch heute so blöd. Ja, das kann sein, aber auch dann kannst du sagen, so, jetzt habe ich die Nase voll, du kannst gehen. Ich habe es versucht. Wir schauen auf den Sonntag. Wir haben die neun Stäbe und genauso fühle ich mich hier. Und zwar seit 2 Tagen, seit dem Freitag fühle ich mich genauso. Wir haben die Königin der Kelche und wir haben die fünf der Schwerter. Und die fünf der Schwerter hatten wir eben schon. Das ist der Kampf. Der Kampf, der vorbei ist. Wir haben den Freund, die Trennung und die Dame. Hier gibt es einen Freund und es gibt dich und ihr seid getrennt. Und ihr seid auf Herzebene getrennt. Und hier gibt es aber mit 18, 19 die Folge. Jetzt folgt hier etwas. Wir haben das große Glück, die Mensch, der Hauptperson und der Zugewinn. Der Zugewinn ist viel Geld gewinnen, hat mit Geld nichts zu tun, es hat mit Fülle zu tun. Und ihr wisst ja, dass ich mit Visionen arbeite und diese Karte bewegt sich. Ich sehe, dass hier jemand diesen einen Stab nimmt und lässt die neun Stäbe hinter sich. Er schaut nochmal zurück und er stützt sich auf diesen einen und er nimmt diesen einen und er sagt, das ist jetzt meine Chance. Das ist das Ass der Stäbe, was er hier in der Hand hat. Er ist der Freund, der jetzt sein Glück erkennt. Und wir haben hier euch zwei getrennt. Und wir haben hier euch zwei getrennt. Ist das nicht der Hammer? Die Königin der Kelche und die männliche Hauptperson. Und die Trennung ist immer zwischen euch. Jetzt wollte ich die Zugewinn gerade wieder gerade legen, aber nein, es hat sich bewegt. Der Kampf ist vorbei. In seinem Kopf war er vorher schon vorbei. Jetzt nimmt er die Möglichkeit wahr. Er nimmt dieses Ast der Stäbe und geht los. Und jetzt kommt bei dir an, dass der Kampf zu Ende ist. Du bist ganz klar die Königin der Kelche. Du bist ganz klar die Person, die in ihrer Mitte ist, in ihren Emotionen gefestigt ist. Und er ist auch gefestigt mittlerweile als Freund, aber auch als männliche Hauptperson in seinem Leben. Er hat erkannt, dass er der wichtigste Mensch in seinem Leben ist und nicht mehr die Person, die hier als Schlange dargestellt war. Und jetzt sieht er diese Trennung von dir. Und wir haben es hier in der Wahrnehmung, wir haben es hier auf Herzebene. Er ist hier in seiner Vergangenheit, hat er diesen Stab ergriffen, er hat ihn abbekommen. Er hat sein großes Glück gesehen und jetzt schaut er und ich ziehe hier auf diese Trennung jetzt eine
Klärungskarte, aber seht ihr, dass dieser Hirsch hier jetzt in diese Richtung geht? Es hat sich jetzt so bewegt hier aufgrund meines Ärmels, aber tatsächlich lasse ich die Karten ja so liegen. Und dieser Hirsch geht in Richtung Trennung. Und wir haben den Zugewinn, das ist die Fülle. Und dennoch möchte ich jetzt auf diesen Turm mal eine Klärungskarte ziehen. Das mache ich ja doch eher selten, aber ich will zu hohen Ehren kommen, ihr Lieben. Die Reise beginnt. Sie beginnt mit der 1 und der 0. Es ist die 10, die den Neubeginn jetzt darstellt. Aber, und das ist, finde ich, viel wichtiger, die 9 ist die Erfüllung, ist die, es ist die höchste einstellige Zahl. Mehr geht nicht. Es ist das Ende. Und mit der 10 ist es der Neuanfang und vor allen Dingen der Neuanfang nach dem Ende. Hier kommt jetzt jemand in diese Trennung und sagt, wie ich das eben sagte, es tut mir leid, dass ich das damals so dachte. Es tut mir leid, dass dir sowas angetan wurde. Es tut mir leid, dass ich damals nicht deine Arbeit so gesehen habe, dass sie, wie sie ist, dass sie auch etwas Wertvolles ist oder war. Diese Trennung verändert sich und ich habe hier immer mit diesem zu hohen Ehren kommen, es tut mir leid, das ist ja die Entschuldigung, die kommt und die kommt von ihm. Und ich sage es jetzt nochmal, nicht, dass die Frau immer warten muss, dass er sich bewegt. Es kann auch sein, dass er warten muss, dass die Frau sich bewegt. Es ist eine allgemeine Meinung, es ist bei euch immer anders. Das hier ist mein Zuseher, meine Zuseherin. Und das ist dein Gegenüber, vollkommen egal, ob männlich oder weiblich. Dieses zu hohem Ehrenkommen kommt von deinem Gegenüber. Und dann kommt hier die Fülle in diese Trennung. Was mir noch auffällt, wir haben ja das Schicksalskreuz. Ich will das Kreuzzeichen jetzt nicht machen, weil das Kreuzzeichen verschließt immer etwas. Wenn du das Kreuzzeichen vor deinem Herzen machst, verschließt du dein Herz. Hier ist es aber jetzt so, dass diese beiden Herren hier und diese beiden Damen letztendlich, wie gesagt, ich will es nicht nochmal machen, aber im Kreuz liegen, im Schicksalskreuz. Und die Trennung ist mittendrin. Und das löst sich jetzt auf, das verändert sich und es darf sich jetzt auch verändern. Bin so dankbar für diese Legung hier, die ist so wundervoll, weil sie unfassbar viel ganz klar ausdrückt. Lieben, wir schauen mal auf den Rat der Engel. Wir haben hier mit den 8 der Münzen nochmal die Energie des Wachtens. 6 Münzen sind gemacht, an der 7. ist er dran und die 8. liegt noch da. Wir haben mit der Gerechtigkeit. Und jetzt fällt mir hier auf. Schaut euch das an. Sie hat das Schwert nach oben gerichtet. Es ist in Richtung Wolken. Sieh, dieses Schwert stößt die Wolkendecke auf. Und ich, wie soll ich sagen, dieses Kreuz hat in der Hand. Sieht aus wie ein Kreuz. Und jetzt schaut euch das mal an hier in der Waage. Sieht es doch auch aus wie ein Kreuz. Das heißt, die Gerechtigkeit, die kommt und sie greift jetzt ein, sie bringt den Ausgleich. Sie bringt es in die Waage. Wir haben den Park, der für die Öffentlichkeit steht. Hier kommt etwas. Es wird etwas öffentlich gemacht. Es kann aber auch sein, dass ihr euch in der Öffentlichkeit trefft. Ja, voller Angst. Voller Angst. Wir haben die männliche Hauptperson und wir haben die traurige Nachrichten. Und die traurige Nachrichten, das ist wieder die Angst. Letztendlich ist es aber so, und ich soll jetzt die Reise auch nochmal dazu holen. Ich muss das mal ganz kurz so ein bisschen, ganz kurz, nur so ein bisschen ins Bild setzen. Weil es geht um das Bild, sagen die Engel. In der Mitte des Herzens ist die Öffentlichkeit mit der Angst. Und hier zeigt sich die Angst von der Hauptperson. Egal, ob männlich oder weiblich.
Die Angst zeigt sich und das macht dich traurig. Aber es ist in Arbeit. Er arbeitet an seiner Angst und die Gerechtigkeit sagt, die Angst kommt jetzt in den Ausgleich. Und der Ausgleich wird hier ganz klar dargestellt, dass die Tränen sich in Gold verwandeln durch eine Nachricht. Sobald die Tränen das Wasser berühren, das Wasser der Liebe kommt mehr rein, wird aus dieser traurigen Nachricht, die ursprünglich eine traurige Nachricht ist, nur die Nachricht. Und die bringt es hier in Veränderung. Und beide, die Karten sehen von der Farbe her sehr, sehr gleich aus. Und wir haben hier mit der Blau. Blau steht für den Frieden. Wir haben mit der Veränderung wieder die Vollendung mit der neuen. Also ihr Lieben, das ist schon wirklich sehr, sehr heftig, diese Energien hier. Aber ich spüre ganz deutlich, dass wir machen einen Quantensprung in dieser Woche hier. Und zwar, weil es auch wirklich jetzt am Dienstag, ich habe so aufpassen wollen, jetzt habe ich es doch nicht gemacht. Wie hat der Dienstag ausgesehen? Halloween. Halloween sind immer die Schleier der Welten ganz dünn. Das heißt, das Gute aus der geistigen Welt, aber auch das nicht so Gute kann eben zu dir kommen. Und damit musst du auch klarkommen. Aber dann, es wird besser. Ich spüre es, ich weiß es einfach, dass es hier Stück für Stück mit jedem Rad oder mit jedem Drehen des Rades gehen wir. Weiter gehen wir weiter und lassen diese Energien, die uns unfassbar emotional auch herausfordern, lassen wir zurück. So, jetzt will ich aber hier auf diese Woche noch einmal die Herzkarten hier von Toni Salerno ziehen und ich schaue mal, wo geht es denn hin und nicht an welchem Tag, ich kann euch nicht mehr sagen, an welchem Tag jetzt welche Legung war. Wir schauen uns einfach mal an. Wir haben hier die Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Ja, lass sie herein. Sie möchte zu dir. Die riskante Versuchung, der Schein trügt. Vielleicht ist das der Grund, warum es hier so lange dauert, weil er noch überlegt, weil es eine riskante Versuchung ist. Wir haben hier. Auf das, was sich zeigt, und hier ist das Geschenk, ich gehe jetzt nur auf die einzelnen Karten ein, keine Ahnung, wann die gelegen haben. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet und dieses in Ewigkeit möchte ich hervorheben, weil ihr seid Seelenpartner, die in Ewigkeit zusammenbleiben. Schon eine Ewigkeit lang, aber auch in Ewigkeit. Wir schauen mal hier auf das Geschenk. Ist die heilige Vereinigung gefallen? Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Der Schatz wird geborgen, hatten wir irgendwo. Jetzt haben wir hier auf der Angst den Erfolg liegen und wir haben hier auf der traurigen Nachricht die Telepathie liegen. Und ich möchte es genauso hinlegen. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich, auch wenn es dich traurig macht, auch wenn ihr nur telepathisch verbunden seid, auch wenn ihr diese Angst des anderen spürt, aber schaut euch das mal an. Da liegt der Erfolg drauf. Habt Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Diese Angst hat keine Macht mehr. Und die 23, die fällt mir jetzt ganz deutlich auf. Wir sind im Jahr 2023 und spätestens, wenn wir ins Jahr 2024 gehen, ist die Angst raus. So, jetzt schauen wir noch die letzte Karte an, die hier auf das Bündnis gefallen ist. Tief in deinem Herzen kennst du die Antwort. Tu, was für dich richtig ist. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schmetterlinge. 7 Transformationen. Sind es 7 Jahre? Sind es 7 Ewigkeiten? Sind es 7 Themen? Transformation in dem Bündnis. Und das Bündnis, und das erinnere ich mich jetzt, stand ja für Kopf und Herz, aber es steht auch für zwei Personen. Also ihr Lieben, es wird eine schöne Woche. Das spüre ich trotzdem, trotz der Herausforderung und trotz dieses Kampfes hier mit dem, diese sechste Münze endlich fertigzustellen, damit ich die siebte beginnen kann, die letzte, damit es in die neuen gehen kann.
Ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zusehen bis zum Schluss und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Macht's gut. Ciao.